Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir gönnen uns jetzt gemeinsam den neuen Battle Pass. Und bevor das richtige Video startet, Leute, tragt mal auf Ehrenbasis meinen Creator Code negativ in den Fortnite Item Shop ein. Dafür müsst ihr einfach nur, wenn es mal laden würde, negativ, genauso wie man spricht, eintragen. So, jetzt kein Bock, das einzublenden. So, wir gehen jetzt hier mal einfach auf den Battle Pass und hier seht ihr schon, ich habe mir den Battle Pass schon gegönnt. Und der erste Skin ist der Shanta Skin. Ja, dann gibt es hier in zwei verschiedenen Szenen, sieht gar nicht so schlecht aus. Ronin haben wir hier am Start. Dann haben wir hier noch die, ja, ich zeige das einfach mal ganz kurz hier durch. Und dann passt es eigentlich. Kondensstreifen Mendi, Blüte der Ahnen. Auf jeden Fall auch ganz wild aus. Shantas Lebensblüte, verzauerte Lebensblüte haben wir hier noch am Start. Bronzene Krummsäge haben wir am Schlüssel. 100 V-Bucks. Banner-Symbol und Ronins Rache. Dann haben wir hier wieder 100 V-Bucks. Dann haben wir hier die Mondenergie. Sieht auch schon heftig aus, würde ich mal behaupten. Dann haben wir den Halbmondleiter. Den blutroten Halbmond. Dann haben wir hier noch das Schwert des Halbmonds am Schdissel. 100 V-Bucks. Ronin in Azurblau. Dann haben wir hier noch Ronins Mission. Den Lotus Luck als Tarnung und Shantas Geschichte als Ladebildschirm. Dann haben wir als nächstes den Halbmond, den Monstruck Junior haben wir am Start, Lama Schrot, hitziges Gefecht, LT John Lama auf John Cena angelehnt. So, wo waren wir denn jetzt genau? Hier waren wir. Dann haben wir Erkundungen, wieder 100 V-Bucks, liebliche Kunst. Okay. Ah ja, perfekt. Und Lama-Griff. Ich hoffe, ich bin nicht verrutscht. Doch, ich bin verrutscht. Genau, hier waren wir. Hitziges Gefecht. LT John Lama, 100 V-Bucks. Banner-Symbol. Monstruck Junior haben wir im Schlüssel. Genau, flammender Halbmond. Ronins Flamme ist ein Emoji und animiert. Blüte der Ahnen und den Halbmond. So, hier waren wir eigentlich soweit auch schon fast durch. Haariges Ungetüm. Laminator, Lama, Kierung, kampfbereit. So, das haben wir soweit alles durch. LT John Lama, Spezialkommando, 100 V-Bucks, Erkundungen, genau. Gut, jetzt geht's weiter. Dann haben wir noch Heaven's Opus als Musik. Dann haben wir hier noch die Tiertruhe. Okay. Ronin mit einer Weste. Okay. Baumwipfelhafen oder Heaven. Wahrscheinlich eher Heaven. Da haben wir hier noch den Wildnisspeer, den Heaven-Skin in zwei verschiedenen Stilen. Einmal normal und einmal mit Maske. Dann haben wir hier die 100 V-Bucks, Nomadenschätze als Tarnung, Heavens Maske und ein Banner-Symbol. Dann geht es hier weiter mit 100 V-Bucks, Heaven umgedrehte Kappe. Ja, einfach nur eine Kappe auf dem Kopf, man kennt's. So, dann haben wir hier noch den Gummibeutel. Ja, der schleimige Kondensstreifen. Muhahaha, haben wir da auch noch am Start. 100 V-Bucks, gleich knallt. Den Kaugummi-Kerl, die Kaugummi-Pickaxe und immer eiskalt. Genau, das wär's dann damit. Weiter geht's mit dem Banner-Symbol. Auch wieder das Kaugummi-Banner-Symbol, man kennt's auf jeden Fall. Kaugummi-Ballon, der sieht mega nice aus, Leute. Holy shit. Der sieht wild aus, Leute. Der sieht schon lustig aus, meine Freunde. Hier, dann haben wir hier noch festen Blick. Apokalypse. Haben wir noch süße Gehirnnahrung. Und da ist er jetzt auf entspannt. Und da die Kaugummis. Ja, perfekt. Perfekt. Oder ist das weird? Süße Sorgen haben wir noch am Start. Kaugummi-Beat. Dann noch den Kaugummi-Kerl in Bitter, 100 V-Bucks und Kaugummi-Klecks. Auch ein animierter Emoji. Dann haben wir hier noch gehörntes Herz, die Hallo, keine Ahnung. Schneidiger Reiserucksack, wieder 100 V-Bucks, nochmal 100 V-Bucks und den Ronin im Umhang. Dann haben wir noch den Spitzenstern, sieht auch mies wild aus. Okay. Den Wyvern X77, also den Wyvern X77. Hallos Zielübung haben wir noch am Start. Und da kommen wir schon zu den ganzen Spider-Man-Sachen. Da haben wir nämlich auch ein Banner-Symbol. Da haben wir... Tüp, tüp.
Spider-Man natürlich ja auch am Start. Dann haben wir hier Grenzfahrt, Harlow in der Motorradjacke, die Spinnenfäden als Kondensstreifen. Dann haben wir noch den Netzschwinger-Rucksack aufentspannt. Den bist du das Emote. Ja, perfekt. Ausblick mit Abstand. Und wieder 100 V-Bucks. So, Seite 10, Leute, die allerletzte Seite. Dann haben wir hier mein Spinnensinn schlägt an. Einfach abhängen, auch mega nice Tanz. Ja, let's go. Dann haben wir noch den deftigen Netzhammer. Netzschuss, die werde ich mir auf jeden Fall ausrüsten, sobald ich sie freigeschalten habe. Spider-Man im Symbiotenanzug. Kann ich ja auch nochmal richtig zeigen. Sieht schon wild aus hier. Das sieht schon wild aus. Und mit einem Backpack haben wir es auch am Start. So, alles, was eine Spinne kann, als Spray, 100 V-Bucks, Netzweißschirm und die Netzschwinger-Tarnung sieht auch mies wild aus. 100 V-Bucks wieder und da wären wir eigentlich schon durch. Dann haben wir hier noch Aufgaben für das Fundament. Kann man hier auch noch alles freischalten. Einmal den Skin hier, dann ein Emoji, dann ein Spray, ein Umhang, die Fundamentaltarnung und einen Plasmastachel. Erinnert mich sehr an Star Wars, das ist noch nicht frei. Wird wahrscheinlich mit The Rock, also Dwayne Johnson, verfügbar in 60 Tagen. Okay, das dauert noch ein bisschen. Dann gehen wir mal zu den Bonusbelohnungen. Dann haben wir hier noch John Nama klassisch, Ronin im Smaragdgrün. Okay. So, Belohnung ansehen. Ja. Sieht wild aus. Dann haben wir hier noch das ganz normale Spider-Man-Banner-Symbol. Dann haben wir hier noch Harlow eisige Zukunft. So, hier ist der Backpack. Und der Skin müsste eigentlich auch dann gleich mal wiederkommen. Er kommt nicht, aber genau hier. Hier sehen wir ihn. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir hier noch Shanta mit dem Kopfschmuck, dann den Kaugummi-Kerl in Sauer noch einmal mit einem Backpack hier, okay. Haben wir noch Spider-Man Future Foundation. Okay, guck mal hier, die Maske. So, das ist wild, meine Freunde, das ist wild. Ich will sogar meinen, dass es im Spider-Man-Spiel mit drinne war, das Outfit. Würde auf jeden Fall Sinn machen, ja, würde Sinn machen. Dann haben wir noch den Heaven im Mitternacht mit diesem Wildnisspeer, auch im Mitternachtsdesign. Und die Harlow mit dem Helm. Genau, und das müsste jetzt eigentlich schon fast alles gewesen sein. Hier noch geheime Belohnungen bis zur Seite 5, also von Seite 3 bis zur Seite 5 geheime Belohnungen. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Und wie gesagt, Leute, ich werde jetzt wieder regelmäßig Videos und Livestreams machen. Wer es nicht verpassen möchte, Leute, lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like und aktiviert die Glocke. Das war's von mir, dann würde ich sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!